Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 23 Spielerkarriere mit Jutta van de Brink. Heute starten wir rein in ein richtig nices Nachbarschaftsduell gegen Manchester United. Das Ganze zu Hause im Goodison Park. Wir stehen in der Tabelle auch 2 Punkte vor Man United. Dementsprechend, ja, sollte das hier eine sehr ausgeglichene Partie werden. Die letzten Ergebnisse in der letzten Folge waren aber so überhaupt nicht ausgeglichen. Zunächst verloren wir 1-4 gegen Crystal Palace und dann 6-0 gegen West Ham. Dafür haben wir in der letzten Folge unsere ersten 2 Spiele für die niederländische Nationalmannschaft gemacht und das war auch wirklich sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Und damit gucken wir jetzt gleich mal hier auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Und bei United ist wirklich einiges passiert. Ja, oder wir gucken auch mal wieder nicht drauf. Aber wir sehen auf jeden Fall Toni Kroos, Frimpong und Upamecano unter anderem als Neuzugänge. Alex Telles ist zurück, Pelistri ist am Start, Ronaldo noch vorne drin, Henderson im Tor. Also da ist wirklich einiges passiert und wir starten jetzt rein in diese Partie. Bei uns spielt heute mal Townsend auf dem Flügel. Das ist, glaube ich, jetzt bis jetzt noch nicht so häufig der Fall gewesen. Bailey fehlt scheinbar. Ja, oder Frank Lampard hat die Konsequenzen der letzten beiden Spiele gezogen. Und die erste Chance gleich für uns. Da kommen wir gerade so noch an den Ball. Zweiter Abschluss aus der Distanz. Auch der wurde gefährlich. McTominay, oh, der wollte da zum Powershot ansetzen. Zum Glück unsere Defense noch dazwischen. Vielleicht jetzt die Kontergelegenheit. Onana nimmt nochmal unseren Außenspieler mit und der dann mit einem tollen Pass auf uns in die Spitze. Ja, leider kommt McNeil. Das ist, glaube ich, mit der Nummer 7 da nicht ganz mit. Oh, Cristiano Ronaldo. Erster Abschluss von CR7. Pickford zur Stelle und damit auch der erste Eckball der Partie. Toni Kroos natürlich ein absoluter Standardsexperte und Sancho kommt dran. Und Nana spielt ihn uns in Lauf. Unser Rechtsverteidiger macht mit. Vielleicht finden wir jetzt in der Mitte jemanden. Nochmal der Ball zu uns. Aha, dann gehen wir ins Dribbling. Lisandro Martinez passt allerdings auf und damit ist der Ball wieder weg. Ausgeglichene Partie hier nach 30 Minuten. Beide Mannschaften jetzt noch nicht so mit hundertprozentigen Chancen, aber ja, es könnte schon ein Tor auf jeder Seite gefallen sein. Einfach die Summe der Chancen macht es. Townsend. Onana. Oben macht unser Linksverteidiger wieder mit. Frimpong. Passt aber auf. Ist ja auch Holländer, oder? Frimpong, wenn ich mich nicht völlig irre. CR7 mal über den Flügel. Holgate, unser Kapitän. Passt auf. Und der lange Ball nach vorne. Ja, Upamecano. Halt auch kein ganz schlechter Verteidiger. Da. Ja. Beide Mannschaften probieren es, aber die Defense ist bei beiden ganz okay heute. Jetzt vielleicht nochmal die Chance. Nö. Boah, schön gespielt und mit dem ersten Spielzug in Durchgang 2 geht Everton in Führung durch Townsend. Let's go, wie gut war das denn gespielt? Schönes Ding. Führung für Everton. Man United verschläft die Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Wir waren auch mit dabei hier am Ball, legen quer für André Gomes, der spielt rein für Onana, der legt nochmal quer für Townsend und der dann eiskalt gegen Henderson mit der Führung für Everton hier im Goodison Park. Boah, die nächste Partie in dieser Folge wird ja auch richtig nice, wir spielen gegen Arsenal, mein Lieblingsverein in der Premier League, da habe ich auch richtig Bock drauf. Jetzt aber erstmal die nächste Chance wieder Onana und Townsend. Zum ersten Mal stand gerade oben Auswechslung droht. Ja, Frank Lampard ist nicht zufrieden mit uns. Linksverteidiger wurde jetzt auch schon ausgewechselt und hier haben wir jetzt den nächsten Ballverlust. Mal gucken, ob wir heute das erste Mal gezwungenermaßen vom Trainer runtergenommen werden. Nochmal der Ball bei uns auf der Außen. In der Mitte ist jetzt leider keiner. Müssen nochmal warten. Townsend jetzt. Ja, nee. Anthony steckt den super durch auf McTominay. Oh, Anthony mittlerweile eingewechselt. Ganz, ganz wichtig, dass ja, Pickford den bekommt und dass wir dann auch den Abpraller haben. So, der Trainer wollte uns jetzt dann doch nicht auswechseln. Wir gehen trotzdem runtergeben. Alvarez nochmal die Chance. Ja, nicht unser bestes Spiel, aber war, denke ich, in Ordnung. Und damit die Frage, gewinnen wir dieses Spiel? Nein, Casemiro. Oh, Sekunde nach unserer Auswechslung. Noch mit dem Ausgleich für United. Mund abwischen, weitermachen heißt das jetzt. Gegen die Gunners kommen wir allerdings mal nur von der Bank für Townsend und das auch mal wieder als rechter Flügel. Ja, mal gucken. Wir liegen bereits 1-0 zurück. Aber, ja, Man United hat ja gezeigt, dass man auch noch ganz, ganz spät in einer Partie ausgleichen kann. Jetzt kommen sie aber erstmal hier die Gunners.
mit Martinelli. Martinelli, da müssen wir gleich dranbleiben. Und holen hier so halb den Ball. Jetzt holen wir ihn. Ja, die Realität scheint Everton hier gerade so ein bisschen einzuholen. Wenn wir heute nicht gewinnen, ist es das vierte Spiel in Folge ohne Sieg in der Liga. Und das nach einem Saisonstart, wo man, ja, zumindest kurzzeitig mal Erster war. Systemumstellung, wir sind jetzt linker Stürmer. Kriegen hier auch gleich mal den Ball, aber ja, das war richtig kacke, wie er uns den Ball gegeben hat. Ja, ich finde es nicht schlimm, dass dieser Realitätseinbruch kommt. Klar, wir hätten gerne noch die Erfolgswelle gerne weiterreiten können, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, wäre jetzt auch ein bisschen krass gewesen, wenn wir mit Everton Meister geworden wären. Wir holen nochmal den Ball in der eigenen Hälfte. Komm, Alvarez, irgendwas musst du uns anbieten. Irgendwas, also ganz allein können wir den Laden ja auch nicht führen, oder doch? Ja, nee, nicht mit Diogo Costa. Die Gunners schenken uns nochmal eine Ecke und wir treten selbst die Ecke, okay? Das ist wild. Hauen das Ding da einfach mal rein, ist gar nicht so verkehrt. Leider kommt keiner an den Ball. Gomez, guter Ball auf uns. Wo ist Alvarez in der Mitte? Wo ist der Mitspieler? Oh, wir finden ihn nicht. Die Ecke müssen wir jetzt nicht selbst treten, die kommt aber in unsere Richtung. Ohne dass das jetzt wirklich eine gute Ecke war. Oh, Alvarez schießt doch. Wieso nimmt er die Chance nicht? Irgendwie noch den Lucky Punch. Irgendwie. Oh, gute Chance. Die Ecke. Nee. Na komm. Gut. Ach, warum denn auf Sanchez und nicht auf uns, ey? Das war doch klar, dass der im Abseits steht. Und damit laufen die letzte Minute. Nochmal kommt der Ball irgendwie zu uns. Wir können ihn nicht kontrollieren. Nochmal, komm. Komm, Jungs, jetzt nach vorne. Ab geht's. Spiel ihn doch in die Tiefe, ey. Also mit solchen inkompetenten Mitspielern kannst du auch wirklich das Spiel hier nicht mehr drehen. Ja, also wir hatten hier wirklich nochmal die Chance zurückzukommen, aber wir standen uns teilweise selbst im Weg, um das ganz offen mal so zu sagen. Und damit ist es, ja, auch im vierten Spiel in Folge erstmal die dritte Niederlage und wieder kein Sieg. Ja, es gibt aber auch gute Nachrichten dieser Tage, nicht jetzt in Everton-Sicht, aber für uns, denn wir wurden wieder für die holländische Nationalmannschaft eingeladen. Zu Hause in der Johan Cruyff Arena gehen wir jetzt auch gleich rein mit der Niederlande gegen Argentinien, gegen unseren Teamkollegen Julian Alvarez, der vorne drin stehen wird auf Seiten der Argentinier. Leider dürfen wir nicht wieder die Nummer 14 tragen, diesmal die Nummer 15. Castrop hat sich jetzt die 14 geklaut. Na gut, können wir leider nicht beeinflussen und gehen lieber rein in diese Höhepunktpartie. Heute im Sturmduo mit Brobbey übrigens, mit dem wir bei Ajax mehr oder weniger zusammengespielt haben, eigentlich eher weniger, weil ja, wir nie zusammen in einer Startelf standen. Mit Klaasen haben wir aber auch zusammengespielt und der schiebt gleich mal den Ball rüber zu uns, der Flankengott Klaasen, so war das schon immer bei Ajax Amsterdam damals. Und heute ist es auch wieder so. Und wir stehen in der Mitte, müssen nur noch den Fuß hinhalten. Mittlerweile Ausgleich und wir dürfen vom Punkt antreten. Oh Mann, Alter. Gut, Konzentration jetzt. Ja, ist doch nicht so verkehrt, glaube ich. Latte. Okay, das war natürlich jetzt vergeigt. Durchgang 2, jetzt haben wir die Chance aber auf unser zweites Tor vom Punkt. Sollte es nicht sein, aber aus dem Spiel heraus. Sind wir da 2:1, Doppelpack. Wir starten in der Nationalmannschaft, wie bei Ajax Amsterdam, wie schon auch bei Everton. Und spielen am Ende 2:2, okay. Naja, aber wir machen 2 Tore, gut, verschießen den Elfmeter, aber passt schon. Ja, der Nationaltrainer, der Holländer ist anscheinend auch ganz zufrieden mit uns. Denn wir werden wohl auch im nächsten Spiel gegen Ghana wieder in der Startelf stehen. Langsam aber sicher scheinen wir uns festzuspielen. Gegen die Black Stars dürfen wir auch wieder starten und gehen auch hier wieder rein in eine Höhepunktpartie. Und wieder ist es eine Flankenchance. Ich weiß jetzt nicht, wer es da draußen ist, aber auch der könnte den mal für uns reinbringen. Oh, tolle Parade von heute. Nächste Chance, kurz vor der Pause für uns. Was geht hier jetzt? Können wir irgendwie zum Abschluss kommen? Nee. Heute soll es noch nicht so sein. Oh, und wir haben wieder die Chance vom Punkt. 70. Minute. Dieses Mal vielleicht das Ding nicht gegen die Latte nageln. Gucken wir mal, ob wir es dieses Mal besser hinbekommen. Ja, das war viel besser. Also das war ja mal unhaltbar. Der Torwart hat sogar die Ecke, kann aber nichts machen.
Denn Jutta van de Brink haut das Ding mal so richtig in Winkel. Black Stars aber gleich mit dem Ausgleich hinterher. Jetzt die nächste Gelegenheit. Leg ihn quer. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist das Luke de Jong? Sieht fast so aus. Dann ist Schluss. Wir verlieren 2:1. Wieso treffen die in der Höhepunktpartie eigentlich immer noch mal zum Ende der Partie? Naja, wieder ein Tor gemacht. Diesmal nur vom Punkt. Aber ich denke, die Leistung war trotzdem wieder in Ordnung. Und damit geht es jetzt weiter beim Krisenverein aus Everton. Wir spielen an der zu Hause im Goodison Park gegen Chelsea. Und jetzt werden wir sogar als ZM, rechter ZM eingewechselt. Also Frank Lampard ist aktuell überhaupt nicht mehr von uns überzeugt. Liegen auch schon 2:0 hinten, kommen rein für Dele Alli. Ja, mal gucken, was wir auf dieser Position jetzt dem Team bieten können. Ach, das wird auf jeden Fall schwer. Wir müssen dringend uns wieder in die Startelf reinkämpfen. Na, erstmal kommt Raheem Sterling mit dem 13:0. Großartig gemacht von ihm. Da können wir noch einiges lernen. Also Chelsea ist so krass, ne? Das ist ein Alter. Das ist ein ganz anderes Niveau. Raheem Sterling mit dem nächsten Tor. Also es ist so krass, ne? Also Chelsea macht, was sie wollen mit uns. Also das ist... Wir haben gar keine Chance, wir haben null Zugriff auch auf die Partie. Ja, es ist aktuell sehr, sehr hart. Wahrscheinlich auch das Spiel mit unserer schlechtesten Bewertung bis hierhin. Aber wundert mich jetzt auch nicht, weil wir kriegen den Ball nicht, wenn in aussichtsloser Lage. Wir verlieren 4:0 gegen Chelsea. Der Trainerstuhl von Frank Lampard, der wackelt aber mal so gewaltig. Gegen seinen Ex-Verein ist es auch die nächste Niederlage. Gegen Aston Villa soll jetzt die Wende her. Wir stehen in der Startformation, gehen hier in ein ganzes Spiel rein und wollen unbedingt den Sieg holen. Bei Aston Villa steht Antoine Griezmann im Sturm, auch nicht so verkehrt. Bin sehr, sehr gespannt, ob wir heute endlich die Wende schaffen. Konterchance Townsend, ja, klares taktisches Foul, muss die gelbe Karte geben. Alles andere wäre nun wirklich eine Frechheit und es gibt... den gelben Karton. Also die ersten 30 Minuten sind jetzt noch nicht wirklich der große Mutmacher. Ganz im Gegenteil, Aston Villa kommt gerade völlig in die Partie. Ah, das ist wirklich nicht so einfach in der aktuellen Phase hier. Aber das gehört dazu, auch mal so eine Krise in der Spielerkarriere. Und mit dem Wechsel zu Everton wussten wir, es werden auch mal schlechte Zeiten kommen. Und Nana jetzt einfach mal lang nach vorne. Danke sehr. Und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit mit dem etwas schwächeren linken Fuß. Na, oh, Aston Villa. Oh, Pickford, ganz wichtig. Townsend, komm, irgendwas Gutes. Ja, André Gomes nochmal mitgenommen. Patterson. Nochmal wir. Wieder raus auf unseren Rechtsverteidiger. Ah, Gomes. Oh, nee. Townsend schießt uns selbst ab. Ah, es läuft nicht. Und jetzt Antoine Griezmann auf der anderen Seite. Griezmann. Och, da haben wir Glück. Erste Gelegenheit für uns in Durchgang 2. Man muss ins 1 gegen 1 und der Ball ist weg. Das ist halt die Premier League. Boah, und jetzt perfekt gespielt von Aston Villa. Das ist die Führung und der Rückstand für uns. Wir reagieren direkt. André Gomes geht runter. Das war noch einer der besseren, muss ich leider sagen. Alan kommt rein. Weiß ich nicht, ob das jetzt der Wechsel ist, der die Wende bringt. Alan. Och, und Alan kriegt ihn nicht mitgenommen. Ah, das zum Thema, wir stehen uns selbst im Weg. Boah. Ja gut, da kannst du natürlich auch nichts machen. Wer war's? Buendia zufällig? Nee, Ante Rebic. Ach du Kacke, was war das für ein Abschluss? Können wir sowas vielleicht auch? Ja, es war zumindest knapp. Ja, es ist wirklich mal wieder ein Vollbruch, also... Hier ist nichts, also da ist nicht mal Leidenschaft drin oder so. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum Frank Lampard noch weiter Trainer von Everton sein sollte hier in der Karriere, weil da ist nichts, hier ist gar nichts. Sie verlieren hier jetzt im 5. Spiel das 4., wenn ich mich nicht irre. Also es ist heftig. Ne, es ist schon im 6. das 5. Wir haben seit 5 Spielen kein Premier League Tor mehr geschossen, persönlich auch. Das ist auch nochmal eine harte Nummer für uns. Ja, aktuell spielen wir hier echt wie ein Absteiger. Und das nach dem Saisonstart. Also gerade tut es nur noch weh. Es macht doch wirklich überhaupt keinen Spaß jetzt gerade hier die letzten Minuten der Partie. Boah, es ist einfach nur belastend. Was ist los mit dieser Mannschaft? Wieso ist da nichts mehr? Da ist nichts. Nach vorne nichts, nach hinten nichts. Es ist einfach nichts. Ja,
Gut, wie gesagt, es war klar, dass wir in so eine Krise mal reinrutschen werden mit Everton, aber ja, wie gesagt, also das ist halt wirklich Unterschied zwischen Tag und Nacht vom Saisonstart und was jetzt aktuell hier abgeht. Boah, das ist echt eine beschissene Folge. Ja, und wir waren mit unserer 7,0 noch einer der besten. Boah, es ist echt richtig, richtig hart. Ja, dürftige Trainerleistung, gehen wir da nochmal rein, Gerüchte aus der Kabine, unterhalte dich mit dem Boss, alle Spieler stehen hinter dem Boss. Ich würde tatsächlich das Gespräch in diesem Fall suchen, weil es läuft gerade absolut alles in die falsche Richtung. Das muss man so auf jeden Fall mal gesagt haben, sind nur noch Elfter in der Liga und jetzt gucken wir nochmal auf den Kalender hier zum Abschluss der Folge, haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele in Folge, 7 Spiele in Folge, nicht mehr gewonnen. Boah. Und davon haben wir auch noch 5 verloren. Ja, sehr, sehr harte Nummer aktuell. Nächste Folge geht es weiter. Newcastle wartet. Die sind ungefähr in derselben Tabellenregion wie wir. Es wird nicht leichter. Das ist klar. Ja. Dezember steht jetzt auch noch vor der Tür. Da wird es extrem viele Spiele geben. Aber okay, wir müssen irgendwie zurück in die Spur kommen. Hoffentlich dann in der nächsten Folge. Das einzig Positive aus dieser Folge war die Nationalmannschaft. Das hat wieder toll geklappt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. In 3 Tagen geht es mit der Spielerkarriere weiter. Morgen mit dem BVB und in 2 Tagen mit F1. Bis dann, macht es gut und